Guten Tag. Wie ihr alle sicherlich mitbekommen habt, bekommen wir eine Fortsetzung zum König der Löwen Remake. Und zufälligerweise bin ich vor kurzem auf die Internetseite The Disinsider gekommen. Dem Titel zufolge nehme ich an, dass die regelmäßig einfach Insiderwissen von Disney-Filmen posten. Ich habe jetzt keinen Plan, wie die da dastehen, also ob da sehr oft Sachen stimmen oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall berichtet die Seite davon, dass die Produktion des Films am 6. September 2021 in Los Angeles startet. Außerdem gab es auch schon Ausschreibungen für die englischen Synchronsprecher. So zum Beispiel für unsere beiden Hauptcharaktere Scar und Mufasa. Man sucht hierbei nach Sprechern, die zwischen 8 und 13 Jahre alt sind. Interessant zu erwähnen ist hierbei vielleicht noch, dass das Hauptaugenmerk bei Mufasa liegt. Er ist hier der eigentliche Hauptcharakter, der uns durch den Film leiten wird. Außerdem gab es laut der Internetseite noch Casting-Ausschreibungen für 7 weitere Charaktere. Diese wären Ada, Horatio, Elia, Celia, Caliban, Kadi und Zola. Also nicht der Zola, sondern Zola. Es tut mir by the way mega leid, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausgesprochen habe. Ich habe keinen Plan, wie die wirklich ausgesprochen werden. Außerdem steht noch dabei, dass sie nicht nur nach Sprechern mit amerikanischem Akzent suchen, sondern auch nach welchen mit britischem. Wir wissen auch noch nicht, wie der Film dann wirklich heißen wird. Der Arbeitstitel ist allerdings Wonderwall. Das waren soweit auch alle Informationen, die ich jetzt von dieser Seite ziehen konnte. Ich bin auch noch mega gespannt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ich meine, vielleicht sehen wir auch, wie Scar zu dem Bösewichten wurde, den wir dann im Film sehen. Vielleicht hat das Ganze dann auch am Ende mit Sarabi zu tun. Wir wissen ja aus dem Remake, dass Scar in sie verliebt war, aber sie sich dann schließlich für Mufasa entschieden hat. Ich bin einfach nur mega gehypt und ziemlich gespannt, was es mit den neuen Charakteren auf sich hat. Sollte ich natürlich neue Informationen erfahren, werde ich die natürlich wieder in ein Video packen. Falls ihr irgendwelche Informationen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon eine Idee habt, worum es im Film gehen könnte, dann schreibt die doch gleich dazu. Das war's auch schon wieder von mir. Wenn ihr euch jetzt noch dafür interessiert, wie Scar zu seiner Narbe kommt, oder ihr gerne alles über Simba erfahren wollt, dann schaut euch hier die Videos an, die ich hier verlinkt habe. Ja, klickt drauf. Bis dann!